Willkommen zum zweiten Teil, zum Video zur Prüfung von Holyhörns. Im zweiten Video sind nicht besonders viele Textstellen, waren auch schon im ersten nicht. Trotzdem möchte ich auf ein paar Punkte eingehen. Viel Spaß beim Video. Daher entwickelte sich die sogenannte Trinitätslehre, was auf Deutsch so viel heißt wie Dreieinigkeit. Gott der Vater und Gott der Sohn sind beide Gott, aber sie sind zwei unterschiedliche Wesen. Sie haben dieselbe Substanz, nämlich Gott zu sein, aber sie erscheinen in zwei unterschiedlichen Formen, die auch komplett getrennt voneinander betrachtet werden müssen. Nämlich der eine ist Vater und der andere ist Sohn. Es ist ganz witzig, das ist jetzt bisher bei 3 Minuten 9 und es geht die ganze Zeit darum, dass Jesus und der Vater dieselbe Gattung haben, streng genommen, laut seiner Auslegung oder seinem Blickwinkel. Und dass es bei Trinität auch um Heiligen Geist geht, runtergeschmissen. Ja? Gleich wird noch versucht, mit zwei Sätzen zu erklären, warum der Heilige Geist auch noch Gott ist, so ganz nebenbei reingedrückt und mit dem Satz, ich glaube, steht zwar nirgendwo so in der Bibel, aber. Dann muss ich dann jo, alles klar. Ganz kurz zu dem Punkt, der eine ist Vater, der andere ist Sohn. Ja, ist richtig. Ja, Amen dazu. Deshalb sagt man auch Gott der Vater und Gottes Sohn. Ja? Es ist halt nicht so einfach zu sagen, ach, ja, der eine ist Vater, der andere ist Sohn und jetzt ist alles passend erklärt. Nee, es ist eben relativ klar aufgezeigt, dass der Vater gewisse Titel hat, dass der Sohn gewisse Titel hat, dass manche Titel übergeben wurden, dass manche Titel nicht übergeben werden können. Der Vater wird zum Beispiel, also der Gott Israels wird Gott der Götter genannt in Josua 2, 22, glaube ich, weiß ich aber gerade nicht. Werde ich wahrscheinlich einblenden. Und eine ganz, ganz einfache Unterscheidung ist es eben, ja, Jesus ist Gottes Sohn und ja, Gott ist der Vater. Ja, und dann wird gesagt, ja, aber die sind ja doch irgendwo eins miteinander und dann wird hier rumgeschwurbelt. Ja, und ich möchte nochmal vorlesen, weil es so einfach ist. Ja, und das kriege ich eine Krise teilweise. Ja, so gibt es für uns nur einen Gott, den Vater. Was ist daran zu interpretieren? Ich weiß es nicht. Ja? Von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das Einzige, was da als Argument gebracht wird, ja, dann ist Gott also nicht dein Herr. Das wird dann versucht. Ist natürlich auflösbar über Apostelgeschichte 2. Ne? Gott hat ihn zum Christus und zum Herrn gemacht. Ja? Aber ich weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Ich verstehe es nicht. Ja? Wenn du das Video gerade guckst und du glaubst noch an die Dreieinigkeit, überleg mal selbst, was für ein Gott das wäre, der dreieinig wäre und sagt, ach, ich sag mal durch den Geist dem Paulus, na, guck mal, wir sagen mal, es gibt nur einen Gott, den Vater, ja, und einen Herrn Jesus Christus. Und mal gucken, was sie euch draus machen. Gucken, ob sie herausfinden, dass der Sohn auch Gott ist und der Heilige Geist auch Gott ist. Aber das finden dann nur die heraus, die an irgendwas glauben, was nicht in der Bibel steht. Das sind die Menschen, die wir haben wollen, ja, die, wenn sie lesen, nicht das glauben, was da steht, sondern das Glauben, was Schriftgelehrte zu dem sagen, was da steht, weil ihnen gesagt wird, ihr könnt das nicht verstehen. Das wär kein Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Ja, weil er will, dass wir ihn erkennen. Wir können und wir werden nicht begreifen können, aber wir sollen zumindest verstehen, wer er ist. Ja? Und das hat nichts mit Dreieinigkeit zu tun. Und deshalb relativ verzweifelter Versuch, aber ja, wenigstens, muss ich ja streng genommen, wenigstens zu meiner Belustigung. Also ich habe das Video geguckt und ich habe viel gelacht. Hauptsächlich wegen der Argumentationsführung, aber Lachen prinzipiell ist ja auch so schon gesund bei der Prüfung. Das fand ich tatsächlich sehr angenehm. Da war nicht viel Toxisches dabei, zwischenmenschlich, das fand ich sehr schön. Theologisch noch eine ganze Menge Toxisches dabei, aber das muss halt, muss er ja eines Tages rechtfertigen. Das Wort Trinität kommt nirgendwo in der Bibel vor. Allerdings versucht das Wort Trinität das abzubilden, was wir Christen glauben und auch, was die Bibel uns lehrt. Ja, genau. Das Wort kommt nicht in der Bibel vor, aber das Wort versucht das abzudecken, was in der Bibel steht. Ja, das macht man nämlich heutzutage so. Neologismus nennt man das, eine neue Erfindung von Wörtern. Ich mache es mal ganz einfach. Wenn man die Bibel zusammenfassen würde, nimmt man Wörter raus, die die Bibel zusammenfasst.
wenn man das Gottesbild zusammenfasst, nimmt man Wörter aus der Bibel, die das Gottesbild zusammenfasst. Und da braucht man kein neues Wort für. Man bräuchte streng genommen nicht mal das Wort Bibel, weil das eben auch nicht in der Bibel vorkommt, sondern einfach die Schrift, das Wort Gottes und so weiter. Und es kann nicht sein, dass ein Konstrukt nur dann erklärt werden kann, wenn man einen neuen Begriff dafür schafft. Es sollte einen ein bisschen skeptisch machen. Auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr eine 12 oder 13. Jetzt habe ich dir vorhin gesagt, dass es aber um Dreieinigkeit geht und nicht um Zweieinigkeit. Das dritte Wesen, um das es geht, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Geist von Gott. Jesus sagt einmal, dass der Heilige Geist auf die Welt kommen wird, nachdem er selbst gegangen ist. Und so passiert es am allerersten Pfingsten, dass der Heilige Geist kommt hier auf diese Welt. Und da der Heilige Geist der Geist von Gott ist, muss er ja auch zwangsläufig Gott sein. Es gibt dazu keine ganz konkrete Bibelstelle. Aber in Apostelgeschichte 5 zum Beispiel wird Gott und der Heilige Geist austauschbar verwendet. Da wird Gott und der Heilige Geist austauschbar verwendet, ne? Wo dann gesagt wird, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Ja? Und gesagt wird, du hast den Heiligen Geist belogen. Ja? So. Das, was von Gott ausgeht, ja? Das ist von Gott, ist richtig. Ja? So wie wenn ich jemand anatme, ja, ist der Atem auch von Andreas. Ja. Aber ich gehe auch nicht hin, nehme mir eine Tüte mit meinem Atem, gehe zum Rathaus und beantrage ein Perso, weil ich sage, oh, das ist mein Atem. Ja. Ja, der ist jetzt auch, kommt von einem Menschen, ist jetzt auch eine eigenständige Person von der Gattung Mensch, weil es kommt von mir. Ich beantrage ein Perso für Atem von Andreas. Ja. Geist von Andreas, den hätte ich gerne als Mitbewohner. Ob der Miete zahlt, weiß ich nicht. Ja, aber nur um mal zu verstehen, wie abstrus das ist. Etwas, was von Gott ausgeht, ja, ist nicht zwangsweise eine neue Person. Ja, Erkenntnis, die von Gott ausgeht, ist nicht, oh, viereiniger Gott. Ja? Weisheit, die von Gott ausgeht, oh, fünfeiniger Gott und so weiter. Wo kommen wir denn dahin? Wenn der Geist Gottes als Geist Gottes betitelt wird, als der Geist des Vaters betitelt wird, als der Geist, der uns gegeben wird, der in uns lebt, betitelt wird, vielleicht lassen wir es bei dem Wort Geist. Es fällt mir schwer, hier keine Worte zu verwenden, ohne lieblos zu werden oder so sehr in den Sarkasmus abzurutschen, dass es verachtend wirkt. Für mich ist diese Herangehensweise einfach nur erschreckend. Das Einzige, wofür ich dankbar bin, ist, dass es 5000 Leute gesehen haben und hoffentlich Leute hinterher gedacht haben, so, jo, ihr gebt gar keinen Sinn. Hab zwar kurz gelacht, aber gibt gar keinen Sinn. Das ist mein einziger Hoffnungsschimmer. Das bringt zum Ausdruck, dass die biblischen Autoren ebenfalls der Auffassung waren, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Ja, die biblischen Autoren waren auf jeden Fall der Auffassung, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Aber was in der Bibel nicht steht, vielleicht ist das so. Vorsicht, jetzt kommt Ironie. Ja. Paulus hatte einen kleinen Krach im Heiligen Geist, deshalb hat er den Heiligen Geist in seinen Briefen nicht begrüßt. Das sehen wir in Epheser 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus und der Heilige Geist waren eine schwierige Sache. Der war auf keinen Fall komplett von dem erfüllt. Man hat verstanden, dass er einfach keine Person ist. Oder Galater 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus, was nochmal zeigt, dass Jesus Christus eine ganz, ganz besondere Stellung hat, ja, und zwar als Gottes Sohn, ja, und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Ja, und dann in Vers 3 nochmal, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater oder unserem Herrn Jesus Christus. Es gibt jetzt drei Erklärungen. Entweder die erste, ja, Paulus hatte Krach mit dem Heiligen Geist, hat ihn ignoriert. Halte ich für relativ unglaubwürdig, die Erklärung. Zweite Erklärung, der Heilige Geist kann nicht lesen, das hat der Paulus sich gedacht, den brauchen wir nicht mit zu begrüßen. Ja? Oder die dritte Erklärung, Paulus versteht durch die Erkenntnis, die ihm der Heilige Geist schenkt, dass der Heilige Geist gar keine Person ist und er ihn gar nicht begrüßen muss, weil er keine Person ist. Ist im gesamten Kontext der Schrift wahrscheinlich nicht nur plausibel, sondern auch die einzig sinnige Erklärung. Aber ja, Sinn ist nicht unbedingt das, was an oberster Priorität steht bei der Erklärung der Dreieinigkeit.
Allerdings ist er auch was anderes wie Gott der Vater und Gott der Sohn, nämlich Gott der Geist. Und diese drei bilden die. Und Gott der Geist steht übrigens genau wie Gott der Sohn, ne? Auch nicht in der Bibel, ja, aber die Bibel ist ja auch nur eine Geschichtenerzählung von Sachen, die von Leuten, die Sachen mit Gott erlebt haben, scheinbar. Wer das nicht versteht, ist eine Anspielung auf Teil 1. Und diese drei bilden die Dreieinigkeit. Doch dieses Thema war ein Streitthema in der alten Kirche. Die allermeisten Kirchenväter, also das sind diese alten Leute, die voll die Ahnung hatten von dem, was Glaube und Christentum so betraf, sagten, dass die Trinität nicht nur das biblische Zeugnis widerspiegle, sondern gleichzeitig auch noch den Heilsplan Gottes für diese Welt zum Ausdruck bringe. Gott der Vater ist der Schöpfer der Welt und von jedem einzelnen Menschenleben. Gott der Sohn stirbt am Kreuz, um das Problem mit Schuld und Sünde zu klären. Und Gott der Heilige Geist ist derjenige, der dafür sorgt, dass Gott heute in uns leben kann und wir an ihn glauben können. Ja, die Trinität als Heilsplan Gottes, kann man so auslegen, wenn man möchte. Ist halt falsch, wenn man das so macht, wie normalerweise versucht. Dass die Trinität oder der sagen wir, dass ein Trio dazu beiträgt, ja, uns zu retten, da würde ich unterschreiben. Nämlich Gott, der Vater, schöpft alles, ja, schickt laut Jesaja 53, schickt seinen Sohn und legt unsere Sünde auf seinen Sohn. Dieser trägt die Sünde. Gott hingegen weckt ihn nach dem Tod 3 Tage später wieder auf und dann wird der Geist Gottes gegeben, damit Leute das erkennen. Witzigerweise braucht man dafür aber die Trinität nicht, sondern man braucht einfach nur alle drei Personen ist das falsche Wort, aber alle drei Abteile der Trinität. Man braucht Gott, man braucht Jesus und man braucht den Geist Gottes. Ja? Weil wenn man Gott nicht erkennt, ja, hat man ein ganz maßgebliches Problem. Wenn man Jesus nicht erkennt, kann man gar nicht zu Gott kommen. Ja, und der Heilige Geist hilft uns dabei, Gott zu erkennen und Jesus nachzufolgen und vieles mehr. Deshalb sagt Jesus ja auch in Johannes 14, Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Er sagt nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Nee, er sagt nicht, glaubt an den Vater und glaubt an mich und glaubt an den Geist. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Womit Jesus mal wieder beweist, dass er sich nicht als Gott gesehen hat, sondern als getrennte Person von Gott. Aber was bedeuten schon die Worte von Jesus, wenn, Zitat, die alten weisen Männer, ja, oder die alten Männer, die da irgendwas beratschlagt haben, was anderes beschlossen haben, was davon abweicht. Ja, dementsprechend wird es wieder offenbar, die ganze links und rechts davon reden und versuchen zu argumentieren und, funktioniert nicht. Ne? Und funktioniert nicht mal ein bisschen. Das Schöne ist, dass halt wirklich die Werke offenbar werden, wenn man sie neben die Schrift legt. Schade ist natürlich, dass die Leute dabei immer so schlecht wegkommen. Ja? Aber wie gesagt, am Ende des Tages geht es um die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Wenn dich dieses Thema nochmal mehr interessiert, dann schreib es unten in die Kommentare und dann kann ich darüber auch gerne nochmal ein Video machen. Und so wurden auf verschiedenen Konzilien, als sich die Leute so zusammengetroffen haben, die Kirchenväter und andere Bischöfe dieser Kirche, diese Trinität festgeschrieben. Im Konzil von Nicäa 325 nach Christus wurde zum ersten Mal diese Trinitätslehre entfaltet. Ich verstehe nicht, wie man das sagen kann und nicht merken kann, dass das nicht von Gott sein kann. Man muss sich vorstellen, ne? Evangelium, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Christus kommt als Wahrheit auf die Welt. Er predigt Wahrheit. Und dann, wenn man dann darüber spricht, dass das Konstrukt der Dreieinigkeit im 4. Jahrhundert, eine ganze Menge an Jahren nach Christus, ja, offiziell gemacht wird. Und ich denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann, nicht nur das, sondern auch noch von den Leuten, von Schriftgelehrten, ja, vor denen Jesus gewarnt hat. Ich lese vor aus Matthäus 23. Aber weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein. Kleine Warnung. Ne? Und die hineingehen wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Auch das eine kleine Warnung an die zu sehr auf ihre Schriftgelehrten und Pharisäer hören. Na, und da stehen wir an dem Punkt und diese Schriftgelehrten, ja, Schriftgelehrte, die Leute, die sagen, ich habe die Schrift studiert, ja, das sind die Menschen, von denen Jesus warnt. Er sagt, die werden Sachen sagen, die werden nicht nur ihnen selbst den Weg in den Himmel verbauen, sondern auch anderen Leuten. Ja. Und spätestens dann soll es in Bezug auf die Dreieinigkeitslehre hier oben klingeln.
Ja, vor allem, weil wenn man dann die Paulusbriefe liest, wie klar zwischen Jesus und Gott unterschieden wird und immer und immer und immer wieder. Er sagt in 2. Korinther 11, Vers 4, und wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Christus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das sollten wir als ganz, ganz große Warnung nehmen. Wir sollten ganz klar gucken, Apostelgeschichte, was steht da von vorne bis hinten, was haben die geglaubt, was haben die gepredigt. Ja, und das war immer Jesus, Gottes Sohn, Jesus der Christus und Gott der Vater. Tada! Immer wieder. Sollten wir bei bleiben, hilft uns sehr weiter, damit das Himmelreich nicht verschlossen wird. Na, aber das ist etwas, was uns einfach klar sein muss. Wir müssen lernen zu prüfen, ja, und was sie irgendwas im 4. Jahrhundert, ein paar hundert Jahre nach Christus beschließen, das ist nicht Wahrheit. Das ist menschliche Philosophie. Ja, das ist, wir setzen uns hin, wir stimmen ab und die Mehrheit gewinnt, ja. Und damals war es noch so, wenn die Mehrheit die gewonnen hat, die muss ja auch noch die auslöschen, die den Mund nicht halten können. Ja, und dann werden je nachdem noch ein paar Leute verfolgt. Ja. Und was dann daraus entsteht, ist so eine wunderbare Institution, die Kinder misshandelt, die Geld anhäuft ohne Ende, die Menschen verbrennt, die Bücher verbrennt, die Ablassbriefe verkauft. Ach, was für eine wunderbare, gesalbte Institution. Da denke ich doch direkt an den anderen Geist, den man dann empfängt aus 2. Korinther 11, Vers 4. Sollte einen skeptisch machen, ne? 381 nach Christus, also nochmal einige Jahre später, wurde dann in Konstantinopel, das heutige Istanbul, ein weiteres Konzil abgehalten, wo dann die Trinitätslehre endgültig als kirchliche Lehre auch festgeschrieben wurde. Und bis heute gilt die Trinitätslehre in allen Kirchen und Gemeinden als verbindliche Lehre über Gott. Setzt sich der Glaube durch? Die Aussage bei Minute 5,19 ist tatsächlich passender, als man glaubt. Als verbindliche Lehre über Gott. Ist natürlich damit gemeint, die verbindliche Lehre, um Gott zu verstehen oder Gott zu beschreiben, aber es ist tatsächlich eine verbindliche Lehre, die über Gott steht. Das ist eine perfekte Beschreibung von dem, was die Trinität geworden ist. Eine Lehre, die über Gott steht. Dass Gott dreieinig ist, weil es zum einen das biblische Bild von Gott zum Ausdruck bringt, zum anderen... Nein, wirklich nicht. Einfach gucken, was Jesus gesagt hat. Das drückt das biblische Bild von Gott erheblich besser aus. Versucht es etwas Unmögliches verstehbar zu machen. Und da? Ja, hat nicht funktioniert. Die Trinität zu verstehen... Ein Hamsterrad. Frustrierend und fruchtlos. Fühle ich erinnert wieder an die Mathe-Rechnung vom Anfang. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbar entspannten Tag. 1 plus 1 plus 1 gleich 3 wäre die normale Antwort. Und das wäre auch die richtige. 1 plus 1 plus 1 gleich 1 ist der Grund, warum viele Juden, viele Moslems und auch viele Atheisten sagen, das Christentum, das kann ich nicht akzeptieren. Wie kann man so einen Quatsch glauben? Gott hat uns ein Gehirn geschenkt, sogar ein ziemlich gutes. Mathe gehört dazu. Ja. Und natürlich ist es so, dass Gott jenseits von Wahrscheinlichkeiten rechnet. Und auch jenseits von Logik. Aber wenn zwei Personen als Gott betitelt werden, von Menschen, dann sind es zwei Götter. Und dann braucht man keinen Deckmantel drüber zu legen und dann sagt, da ist nur einer. Nein. Wenn in der Bibel steht, dass der Vater der alleinbare Gott ist, was Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 3, wenn in der Bibel steht, dass wir nur einen Gott haben, den Vater, was Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 5 und 6, dann sollten wir vielleicht dabei bleiben, oder? Ist erheblich einfacher. Gottes Segen bei der Prüfung und vielleicht bis zum nächsten Video.